Das ist die Passagierliste des Rückflugs morgen. Da steht es. Was steht denn da? Sag, hast du Kiwis auf den Augen? Saalfeld. Mr. und Mrs. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, der Tanzwettbewerb, den machen wir doch auf jeden Fall weiter, oder? Der Fisch hat ein Herz. Hier. Wenn Sie eine gute Geschichte brauchen, nehmen Sie doch die. Was ist das denn? Das ist nicht... Die Kette, die Carsten mir geschenkt hat. Ja, aber die wir zwei vorhin in den See geworfen haben. Wo kommen die jetzt her? Aus einem Fisch. Aus einem Fisch. Wo ist Mama? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow colored night, stay, stay, stay. Was ist mit Mama? Vater. Tante Elisabeth. Charlotte ist... Sie ist tot. Nein, das kann nicht sein. Hast du sie gefunden? Nein. Ja, vielleicht lebt sie dann noch. Ich spür's doch. Wenn du sie nicht gesehen hast, dann wurde sie vielleicht gerettet, oder? Robert, bitte. Ich habe das Flugzeug gesehen in meinen eigenen Augen. Es ist völlig ausgebrannt. Vielleicht hat sie eine andere Maschine genommen. Vielleicht ist sie auch... Robert, du musst jetzt ganz tapfer sein. Das kann nicht sein. Sie lebt, ganz bestimmt. Robert. Der Koffer ist das Einzige, was wir von ihr gefunden haben. So don't be cruel to all that's true. So könntest du bitte mal mit dem Gehopse und Gejaule aufhören? Das macht mich wahnsinnig. Mama, das wird der Meistertanz des Wettbewerbs. Du wirst mich eines Tages noch um ein Autogramm anflehen. Mhm. Und wenn du endlich mal stillhältst, dann bitte ich dich auch um eins. Mann, ich muss doch üben. Oder willst du jetzt schuld dran sein, dass ich den ersten Platz nicht mache? Das würde ich mir natürlich nie verzeihen. Aber du willst ja auch nicht schuld sein, wenn ich meine Arbeit nicht rechtzeitig abliefern kann, oder? Also bitte. Sag mal, weißt du was? Da helfe ich dir, obwohl ich einen anderen Job habe und du machst mich die ganze Zeit von der Seite an. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das gefallen lassen soll. Tanja, bitte. Ich muss heute noch fertig werden und ich brauche deine Hilfe. Also. Ja. Habe ich das eigentlich alles verdient hier, echt? Weil du im wahrsten Sinne des Wortes meine Leibeigene bist. Ja, echt. Ich will dir mal was sagen, ganz im Ernst. Ich bin froh, dass du meine Mama bist. Und ich bin dir dankbar, dass du mich geboren hast. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Meine ich auch so. Aber ich muss auch üben. Jetzt mal wirklich, ich glaube, dass Christian und ich den ersten Platz machen können. Sag mal, wie war überhaupt euer Abend? Läuft da jetzt was zwischen euch? Wer weiß? Also dieser Christian, der ist mir immer noch irgendwie ein Rätsel. Was soll das jetzt schon wieder heißen, dieser Christian?
Der hat sich geändert, ja? Der ist nicht mehr so ein weniger Anlagehai. Der arbeitet jetzt hier. Ja, aber mein Geld hätte mir trotzdem zurückzahlen können. Ja. Hätte sich auch aus dem Staub machen können. Ja, das stimmt natürlich. Also, wird das jetzt was zwischen euch? Kann man nur so neugierig sein. Christian ist eben so ein Mann, wenn er eine Frau gut findet, dann hüpft er nicht gleich mit ihr ins Bett. Stehst du? Lass uns Zeit, bis sich unsere Gefühle vertiefen und entfalten. Wenn sich da was entfaltet. Also was? Pass mal auf, dass deine Laken sich nicht gleich selbst entfalten. Das höre ich mir nicht länger an. Robert! Lass mich! Mein Gott, Robert, bitte warte doch! Robert, ich weiß, wie furchtbar es für dich ist. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Es ist auch für mich schwer, es zu akzeptieren. Akzeptieren? Ja, was denn? Dass Mama tot ist? Ich sag dir eins, sie lebt. Ich weiß, dass sie lebt. Robert, mein Gott, bitte mach es ihr doch nicht noch schwerer. Es gibt keine Hoffnung, so gern ich selbst dran glauben würde. Wie kannst du die Hoffnung nur so schnell aufgeben? Wie kannst du das bloß? Hast du sie jemals geliebt? Mein Gott, Robert, wie kannst du das nur fragen? Ich habe sie so geliebt, dass sie kaum noch weiß, wie ich ohne sie weiterleben kann. Sie kommt wieder, verdammt. Wenn dieser Koffer nur ein paar Schrammen hat, dann ist sie auch noch am Leben. Robert, der Koffer ist vermutlich aus dem Flugzeug geschleudert worden, bevor alles in Brand geriet. Robert, wir müssen uns damit abfinden, dass sie tot ist, so weh es auch tut. Robert, bitte! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Mal probieren. Das ist sehr gut geworden. Fehlt nur noch die Schokosauce. Was ist los? Alexander, bitte sprich mit mir. Sie ist tot. Alexander, ich habe es gerade erfahren. Wie lange ist es jetzt her, dass du vom Fürstenhof weg bist? 30 Jahre bestimmt, oder? Genau gesagt 33. Ich war ja noch ein ganz junges Mädchen, als ich weg bin. Und du warst der fesche Lieblingspage aller weiblichen Gäste. Ja, das ist allerdings schon lang her. Dass du dich überhaupt noch dran erinnerst. Natürlich. Obwohl die Umstände damals alles andere als glücklich waren. Ich hätte mir so gewünscht, dass es wenigstens bei meiner Rückkehr besser wäre. Ja. Ich will es einfach noch nicht glauben. Wir müssen uns damit abfinden, dass Charlotte nicht mehr unter uns ist. Ständig denke ich, dass sie jeden Moment durch diese Tür reinkommt. Das hat sie nicht verdient nach allem, was sie durchgemacht hat. Und sie hat kurz vorher auch schon ganz genau gewusst, was auf sie zukommt. Sie hat ja ihren Mann noch angerufen. Ich habe die Nachricht auf der Mailbox gehört. Es ist furchtbar. Ich hab ein schönes Zimmer für dich. Das große Eckzimmer ganz oben rechts. Mit Blick auf die Berge. Soll ich dir das zeigen? Nein, das ist nett von dir, aber das finde ich schon noch allein. Gut, dann gebe ich dir jetzt den Schlüssel. Ja. Und den Koffer lasse ich dir raufbringen. Danke, bis später, Alfons. Elisabeth, es war eine gute Idee von dir, hierher zu kommen. Danke. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Sonnbichler. Herr Lorenz, grüße Gott, freut mich, Sie wiederzusehen.
Aber ich kann mich jetzt gar nicht an Ihre Reservierung erinnern. Nein, 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 ich bin auch ganz überraschend hier. Haben Sie trotzdem ein Zimmer für mich? Für wie lange soll es denn sein? Ein paar Tage, so genau kann ich es noch nicht sagen. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Schön. Ja, sorry, ist alles okay? Ja. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ist schon gut, ist schon gut, Xaver. Heißt du, okay, du Depp, was hast mich umgefahren? Nein. Also mach dir keine Sorgen, ich überlebe das schon. Gut. Ja. Sag mal, ist was los mit dir? Nee, nichts. Du weißt schon, gell? Wenn den Xaver Sorgen plagen, kann er dann ja lieber fragen. Okay, aber du darfst nicht lachen, okay? Ich schwöre. Pass auf. Natalie hat von Carsten so eine Kette bekommen zum Herz. Und weil sie nichts von ihm will, haben wir die halt in den See geschmissen, ja? Jetzt pass auf. Robert Saalfeld hat diese Kette in einem frisch gefangenen Fisch gefunden und sie ausgerechnet Natalie geschenkt. Nee, oder? Ja, nee, da fällt jetzt sogar mir nichts ein. Das ist ja... Das ist ein Zeichen, ein Wunder? Keine Ahnung. Ja, absolut. Da können meine Tarotkarten ja noch nicht mal mehr mithalten. Ach komm, Xaver. Das nimm das doch nicht so ernst. Du glaubst doch sowieso nicht an den Quatsch. Aber du glaubst doch dran. Ja, zum Spaß. Der Spaß ist mir vergangen. Das heißt doch, dass die beiden jetzt zusammengehören, oder nicht? Oh, komm, Xaver, Mensch, Natalie liebt doch dich. Dieser blöde Carsten, der liegt ja bestimmt genauso schwer im Magen wie dem Fisch die Kette. Er hätte mal sehen sollen, wie sie die Kette angestarrt hat. Das ist ja wohl logisch. Sie stand doch unter Schock. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, du willst was loswerden, so wie damals deine Wohnung in Köln. Ja? Was hat denn jetzt die Geschichte damit zu tun? Ja, darf ich jetzt vielleicht erst mal aussprechen? Danke. Also, du willst was loswerden von der Dringlichkeitsstufe wie die Wohnung in Köln damals. Findest einen Käufer, denkst dir, ja, bin meine Sorgen los und plötzlich hast du wieder am Hals. Mann. Ja. Es ist genauso wie Natalie die Kette wieder oder der Fisch. Du weißt schon, was ich sagen will. Ja, meinst du, sie sieht das denn genauso? Stimmt. Die muss ich einfach erstmal von dem Schock erholen. Dann wird die schon sehen, dass du der einzig Wahre bist. Jetzt vertrau mir doch mal. Was soll ich meine Tarotkarten fragen? Danke, nein, ich habe für heute genug. Na gut. Herein. Hallo. Ich wollte mal nach dir sehen. Wir hatten ja keine Gelegenheit, uns zu begrüßen. Das stimmt. Es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ja. Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass es zu einem freudigeren Anlass wäre. Ja, ich auch. Lass dich mal umarmen. Brauchst du irgendwas? Kann ich dir irgendwas bringen? Nein, das ist lieb von dir. Aber ich habe momentan alles. Gut. Das ist bestimmt eine große Umstellung für dich, hm? So gerade noch in der Mission und jetzt hier im Fürstenhof. Trotz einiger Modernisierungen ist mir alles noch sehr vertraut. Wie lange ist das her? 15 Jahre, 20 Jahre müssen das sein, ne? Ja, du warst 14 und Robert gerade 10, als ihr mich in Tansania besucht habt. Hm. Zusammen mit Mutter. Hat sich viel verändert? Wie man es nimmt. Wir haben eine Krankenstation aufgebaut und zwei Schulen. Aber das ist so wie mit dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Komm, setz dich zu mir. Charlotte war so stolz auf dich. Auf euch. Und sie war glücklich darüber, wie gut du den Fürstenhof leitest. Was hat sie denn gesagt, bevor sie... Ich meine, worüber habt ihr gesprochen? Sie hat sehr viel von dir und Robert gesprochen. Und sie freute sich so für dich, dass du endlich mit Katharina glücklich bist. Und sie hoffte auf einen Neuanfang mit Werner. Das ist so unfair, oder? Ich meine, Mutter hätte alles Glück dieser Welt verdient und dann... Es tut mir so leid. Thank you.
Ach Mann, mein Alexander. Er tut mir so leid. Ich weiß doch ganz genau, wie furchtbar das ist, so plötzlich einen Elternteil zu verlieren. Man hat nicht mal mehr die Chance, sich zu verabschieden. Er macht jetzt die schlimmsten Stunden seines Lebens durch. Und obwohl ich am allerbesten weiß, welchen Schmerz er empfindet, kann ich ihm nicht helfen. Katharina gehört zu ihm. Und wenn ich ihn jetzt trösten will, das sieht dann so aus, als würde ich mich einmischen oder vordrängen oder so. Robert und Werner brauchen mich auch nicht. Ich fühle mich ganz schön überflüssig. Weil ich kein Kind von Charlotte bin, gehöre ich einfach nicht dazu. Aber eine andere Familie habe ich nicht. Hallo, Laura. Hallo. Ich habe das von Frau Saalfeld mitbekommen. Es tut mir so leid. Das ist furchtbar. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin natürlich da. Ich war gerade in der Kapelle. Für Alexander und Robert muss das so ein Albtraum sein. Die haben so an Charlotte gehangen. Und du? Charlotte und ich, wir waren uns nicht so wahnsinnig nah, aber es nimmt mich trotzdem mit. Weil es dich an deinen Vater erinnert, oder? Eben in der Kapelle, das war wie so eine Flucht. Ja, du weißt nicht, wie du mit ihnen umgehen sollst, weil du dich nicht als Teil der Familie fühlst. Ja, genau. Ich kann im Prinzip alles nur falsch machen. Nein, weißt du, was ich denke? Dir fehlt einfach die feste Rolle in dieser Familie, Laura. Ich bin ein Fremdkörper. Ich gehe denen jetzt aus dem Weg. Ich will mich da nicht so reindringen. Nein, du bist ein Teil von denen. Guck mal, Herr Saalfeld liebt dich. Mit Robert bist du befreundet. Und für Alexander bist du die Vertraute, die ihn am besten von allen versteht. Aber Charlotte war nun mal nicht meine Mutter und ich kenne sie auch gar nicht so richtig gut. Das mag ja sein, aber jetzt geht's um ihre Angehörigen. Und für die bist du die Schwester und die Tochter. Und deshalb kannst du dich auch danach benehmen und danach handeln. Ja? Ganz bestimmt. Ja. Stör ich? Eigentlich wollte ich alleine sein, aber das macht alles noch schlimmer.
kann ich irgendwas für dich tun? Ja, bleib einfach da. Das hilft. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich meine es ganz ehrlich. Wie fühlst du dich jetzt? Leer. Einfach leer. Das Schlimmste war die Hoffnung. Weißt du, als Robert mit dieser Passagierliste ankam, da stand Mrs. Saalfeld drauf. Gott, da habe ich mich gefreut. Ich dachte, alles ist gut. Sie lebt, sie kommt wieder. Und stattdessen steht da Tante Elisabeth. Bist du sauer auf Robert? Ach, nein. Ich weiß auch nicht, was ich fühlen soll. Dieses Auf und Ab. Robert war so euphorisch. Es hätte doch gut sein können, dass sie noch lebt. Robert hat sich eben daran festgeklammert, weil er Angst hat, sie zu verlieren. Ich hab doch auch Angst gehabt, verdammt! Sei nicht böse auf ihn. Er braucht auch noch eine Zeit, um das alles zu verkraften. Ich bin nicht böse auf ihn. Ich komme selber nicht damit klar. Gott, das ist alles. Man kann nichts tun, man ist machtlos. Ich will dir jetzt auch nicht irgendwas erzählen, was dir sowieso nicht hilft. Aber ich will, dass du weißt, dass ich mit dir fühle. Sehr. Ich weiß. Danke. Jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast, als dein Vater gestorben ist. Und ich habe dir nicht geholfen. Doch. Doch, du warst ja da. Naja, aber nicht immer. In Gedanken warst du immer bei mir. Danke, Laura. Ich bin so froh, dass du da bist. Hast du das von Frau Saalfeld gehört? Hm. Ist ganz schön schlimm, ne? Da kann man wirklich nur froh sein, dass es einem selbst so gut geht. Wenn du meinst. Die findest du nicht? Im Gegensatz zu den Saalfelds haben wir doch wirklich kein Problem. Entschuldige bitte. Was heißt denn im Vergleich, muss immer erst einer sterben, bevor man irgendwie ein Problem haben kann, oder was? Lass uns einfach essen, ich hab Hunger. Weißt du, wer hier wirklich ein Problem hat, das bist du, Xaver. Du machst einen riesen Aufstand wegen so einer dämlichen Kette. Hier, heimischer Fisch, probier mal. Vielen Dank, aber damit habe ich es gerade nicht so. Ich auch nicht. Was machst du jetzt eigentlich mit der Kette? Naja, anziehen werde ich sie auf jeden Fall nicht. Aber wenn ich sie wegschmeiße, du siehst ja, was dann passiert. Und schick's ihm doch einfach zurück, so als Zeichen. Vielleicht kapiert er dann, dass es aus ist zwischen euch. Ich kenne ihn. Das würde nur seinen männlichen Ehrgeiz schüren. Und zum Schluss kreuzt er dann noch hier auf. Du hast Angst davor, dass du wieder schwach werden könntest, wenn du ihn siehst. Nein. Ich will am liebsten gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Deswegen kann ich ihm die Kette auch nicht zurückschicken. Verstehst du? Das ist alles so kompliziert, echt. Was frisst denn dieser bescheuerte Fisch auf diese Kette? Das ist doch völlig aua. Ach, Xaver. Mit Carsten ist es aus. Endgültig. Und so eine blöde Kette kann doch nicht stärker sein als meine Gefühle für dich. Wirst du ihm sagen, dass das Kind von ihm ist? Nein. Weil dann wäre immer diese Verbindung zwischen uns. Und als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, da habe ich schon dich geliebt. Deswegen ist das Kind auch mit dir verbunden.
Ach, du entschuldige, dass ich so spät komme. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was heute in diesem Laden los war. Ich hab da mit dieser einen Kundin zu... Ach, du. Ach, entschuldige, du. Ich krieg da so einen Schmarrn daher und du hast solche Sorgen. Weißt, den ganzen Tag bei der Arbeit, da habe ich versucht, mich zusammenzureißen. Aber als ich dann hier reinkam, alles so still war da... Brauchst mir nichts zu erzählen. Ich weiß doch, wie es dir zumute ist. Danke dir. Sag mal, soll ich dir was zu essen machen? Das ist lieb, aber ich bring bestimmt keinen Bissen runter. Ich weiß aber, was dir gut tut. Weißt, am schwersten ist es, Alexander zu sehen. Ich würde ihm so gern viel mehr helfen, gerade jetzt in dieser Zeit. Aber ich habe überhaupt keine Chance. Du hilfst ihm am meisten, wenn du einfach für ihn da bist. So warmherzig, wie du bist. Ja, aber so meine ich das nicht. Ich könnte ihm von seiner Mutter erzählen, wie sie als junges Mädchen war. Aber wie schaut denn das aus? Na, mach's doch einfach. Das kannst du doch viel besser wie Werner Saalfeld. Der hat doch Charlotte damals noch gar nicht gekannt. Was soll der ihm erzählen? Meinst? Ja, ganz bestimmt. Versuch's doch einfach. Ja, eigentlich hast recht. Ich bin schon ganz schön froh, dass ich dich hab. Weißt du was? Ich bin hundemüde. Ich gehe jetzt schlafen. Kommst nach? Sei mir nicht böse. Ich würde jetzt nur gern noch ein bisschen da sitzen und für mich sein. Schlafen kann ich sowieso jetzt nicht. Weißt ja, wo ich bin. So, das ist schön. Da wären wir. Du hast wirklich Geschmack, Robert. Nicht nur beim Kochen. Danke. Du kannst dich schon mal umziehen, solange ich dein Bett mache. Ich bringe mich seit einer Weile alleine ins Bett. Och, lass mich dich doch mal ein bisschen verwöhnen. Ich glaube, du hast in letzter Zeit viel zu wenig Schlaf abbekommen. Das geht an die Substanz. Ich zieh mich um. So, gib her. Kannst du dich noch an das Schlaflied erinnern, das sie die Kinder damals in der Mission beigebracht haben? Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe meine Freundin in der Schule total damit beeindruckt. Ja. Die dachten echt, ich könnte Suaheli. Kriegst du den Text noch zusammen? Nein, ich glaube nicht. Als wir aus Tansania zurückgekehrt sind, da musste es mir meine Mutter jeden Abend vorsingen. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Hier. Wenn es dir schlecht geht heute Nacht, ruf mich an, ja? Du kannst immer auf mich zählen, Robert. Ich finde es gut, dass du zurückgekommen bist. Schlaf gut. Willst du Baldrian? Dann kannst du bestimmt besser schlafen. Was? Alexander, wir sollten ins Bett gehen. Mutter hätte sich bestimmt gefreut. Wie war das nochmal? Das Moos für die Mutterliebe und die Glockenblume? Für die Dankbarkeit. Ich hätte es ihr so gerne gegeben. Ganz vergessen, sie zu gießen. Sie lassen die Köpfe schon hängen. Tja.
wohl nicht mehr zu retten. Genauso wie meine Mutter. Das ist ein Schwangerschaftstest. Ja. Katharina, bist du... Nein, ich bin nicht schwanger. Es war falscher Alarm. Ich wollte dich nicht damit belasten. Hey, Schatz. Warst du sehr traurig? Hm? Wir würden ein Kind bekommen, ganz bestimmt. Es ist lieb, dass du das sagst. Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben momentan wirklich andere Probleme, Alexander. Ja, die haben wir. Du wirst eine tolle Mutter werden. Weißt du, Charlotte war immer wie eine Mutter für mich. So warmherzig und verständnisvoll. Also früh schon unterwegs. Hallo. Alles klar? Mhm. Bis später. Ja. Ah, du übrigens, das mit dem Schneckenhaus, das war genau richtig. Ich war noch mal bei Alexander und ich konnte ihm nicht direkt helfen, aber es war gut, dass ich bei ihm war. Wir waren uns so nah wie lange nicht mehr. Ich sag ja, du gehörst zur Familie. Wenn du das sagst. Ich werde übrigens heute noch mal mit Robert reden, weil dem geht's auch richtig schlecht. Das ist eine gute Idee. Als Sophia gestorben ist... Nee. Ja, komm, erzähl's mir. Nein. Kümmere du dich um die Saalfels, das ist wichtiger. Gut. Und lass dich nicht abwimmeln, wenn Robert zu dir abweisend ist. Wir Männer können das nicht immer so gut zeigen, wenn wir jemanden brauchen. Ach, gut. Wo gehst du jetzt hin? Du könntest mit uns frühstücken, wenn du Lust hast. Nee, ich habe schon gegessen. Ich muss dringend zum Baumarkt. Ich will endlich mit meiner Wohnung fertig werden. Ja, das ist wichtig, bestimmt. Viel Erfolg, ja. Danke. Tschüss. Entschuldigung, Herr Saalfeld. Wollen Sie schon wieder arbeiten? Ich meine, da hat doch jeder Verständnis dafür, wenn... Es lenkt mich wenigstens ab. Ja, da haben Sie vielleicht sogar recht. Mir geht's ganz ähnlich. Alexander, Ich möchte Ihnen gerne noch meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen. Danke, Alfons. Vielen Dank. Das ist für Sie bestimmt auch nicht leicht. Sie waren immer da für Mutter, als sie mit dem Krebs gekämpft hat. Das war doch selbstverständlich. Nein, das war es nicht. Ganz und gar nicht. Sie waren für Sie was ganz Besonderes. Ein Ratgeber. Ein guter Freund. Und für mich sind Sie das auch. Ich bitte Sie. Dass das Schicksal aber auch so grausam sein muss. Das ist doch die blanke Ironie, ist doch das. Jetzt hat sie gerade die Chemotherapie hinter sich und dann sowas. Ich verstehe einfach nicht, dass das Leben so ungerecht sein kann. Ausgerechnet Charlotte, einer der wunderbarsten Menschen, die es überhaupt gibt. Ja, das war sie. Aber in unserer Erinnerung wird sie das immer bleiben, nicht wahr? Eigentlich sollte ich Ihnen ja Trost zusprechen und nicht umgekehrt. Es tut gut, sie so über Mutter reden zu hören. Ja, und ich würde auch noch gern noch viel mehr tun. Ja. Bringen Sie die Post dann rein? Selbstverständlich. Herr Saalfeld, ich habe da noch den Koffer. Ja, das Reisekoffer. Danke. Wissen Sie was? Am besten, Sie bringen den Koffer meinem Vater. Ihrem Vater? Ja.
Das war so lecker. Ich habe 3 Brötchen gegessen, das war voll blattgleich. Vielleicht hast du ja Glück und es wächst bei dir in die Höhe statt in die Breite. Du, gell? Noch so eine Beleidigung. Und du wirst in Zukunft immer Brötchen holen müssen und Frühstück machen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du im Gegenzug hier mal aufräumen würdest. Du, das ist total ungesund. Man soll seine Arbeit nicht mehr nach Hause nehmen, man soll sich davon erholen. Dann gibt's aber auch keine Brötchen. Du musst so klein bleiben. Macht nichts, umso besser. Dann bin ich schon leicht für die Hebefiguren. Sag mal, Tanja, bist du jetzt eigentlich wirklich richtig ernsthaft verliebt in Christian? So mit allem, mit Schmetterlingen im Bauch und so? Na, Schmetterlinge ist gut. Ich hab dein ganzes Vogelstrauß-Gehege drin. Vielleicht sind das auch nur die Brötchen. Den Unterschied kenne ich. Weißt du, Brötchen haben keine Flügel. Da ist was dran. Mhm. Ist auch egal. Ich bin so froh, dass ich endlich mal wieder so richtig verliebt bin. Weißt du, als Christian sich den Zeh so angehauen hat, da konnte ich ihn wenigstens so schön pflegen. Das war toll. Mhm. Was sind das für Krankenschwester-Fantasien? Na komm. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass du vorsichtig bist nach allem, was dir passiert ist. Aber ganz ehrlich, bei Christian mir ist das was anderes. Das fühle ich. Deswegen lassen wir uns ja auch Zeit. Aber sag mal, hast du nicht letztens gesagt, dass er nicht interessiert ist? Du hast doch so doll geweint. Ach so, das? Ach komm, da hatte ich einen schlechten Tag. Bin ja auch nur eine Frau. Schau mal, der hat ja nicht gesagt, dass er nicht an mir interessiert ist, sondern dass er nur noch nicht so weit ist. Also denkst du, das wird noch? Naja, spricht da nichts dagegen, oder? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meinen Koffer am Bahnhof abholen und auf mein Zimmer bringen können. Ja, aber selbstverständlich. Ich hoffe nur, es ist nicht unser Fehler, dass das nicht schon gestern passiert ist. Nein, ich hatte es einfach vergessen. Dann darf ich Ihnen also den Schlüssel vom Schließfach geben. Aber natürlich, ich schicke sofort einen Paschen. Xaver, ich habe einen Auftrag für Sie. Du hast ja nichts verloren. Xaver, was erlauben Sie sich? Das ist privat, ich kenne den Typ. Xaver, Sie holen jetzt den Koffer des Herrn am Bahnhof ab. Hier ist der Schließfachschlüssel. Wo kriege ich denn jetzt einen starken Kaffee her? Wenn's da vorgehen, gleich auf der rechten Seite. Xaver, was ist los? Sie könnten schon fast wieder zurück sein. Sagen Sie mal, hören Sie schlecht, bitte! Entschuldigen Sie bitte das schlechte Benehmen unseres Pagen. Ich weiß überhaupt nicht, was Ihnen gefallen ist. Das macht nichts, er wird seine Gründe haben. Christian, prima, dass du schon da bist. Meine Mangel ist irgendwie kaputt. Die glättet nicht mehr richtig. Guck sie mir morgen mal an, okay? Ich habe heute schon jede Menge Aufträge. Oh, das ist ja schön für dich. Und ich vergräume meine Kundschaft mit zerknitterter Wäsche. Da kann ich ja gleich dicht machen. Denn seltsamerweise habe ich kein Geld, um mir eine neue Mangel zu kaufen. Kannst du dir vielleicht vorstellen, warum? Ich habe diese überaus dezente Andeutung schon verstanden. Und wenn ich das Geld habe, bekommst du es auch. Sobald ich mein neues Auto finanziert habe. Wie bitte? Kleines Späßchen. Also beim Thema Geld verstehe ich momentan keinen Spaß. Du bekommst dein Geld, Viola. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich arbeite ja schon Tag und Nacht. Ja, vor allem nachts. Sag mal, kann es vielleicht sein, dass du dir durch gewisse persönliche Beziehungen einen Schuldenerlass erhoffst? Was soll denn das heißen? Ich kann dich nur warnen. Wenn du meine Tochter nur benutzt und verführen willst, damit du von deinen Schulden runterkommst, dann hast du dich verrechnet. Was soll das denn? Du siehst da was völlig falsch. Ach ja? Da bin ich aber offensichtlich nicht die Einzige. Was? Das ist ein Missverständnis. Gut. Dann schlage ich vor, dass du ein paar Dinge mit der jungen Dame klärst. Und vergiss meine Mangel nicht. Tschüss! Thank you.
gefällt. Ah, Alphons. Kommen Sie doch bitte. Ich habe hier Fotos von Charlotte gefunden. Da war sie höchstens 16 oder 17. Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Nein, nein, im Gegenteil. Vielleicht können Sie mir helfen. Bei manchen Fotos weiß ich gar nicht, wo sie aufgenommen wurden. Vor allen Dingen bei den ganz alten. Vielleicht ein anderes Mal, aber die Rezeption ist gerade nicht besetzt. Ah ja, natürlich. Charlottes Koffer. Ich habe mir gedacht, Sie möchten ihn vielleicht hier oben haben. Ja, ich lasse Sie dann mal allein. Wiederschauen. So, hier bitte, Ihre Ware. Vielen Dank. Das war's auch schon. Super, dass es so schnell ging. Bitte, tschüss. Wiederschauen. Hey, warum hast du so eilig? Ach, ich suche Tanja. Hast du eine Ahnung, wo sie ist? Nee, ist was passiert? Nee, hallo. Ach, es ist... Was ist denn los? Ich weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Guck mal, ich habe dir ziemlich klar gesagt, dass zwischen ihr und mir nichts laufen wird. Und sie hat das trotzdem irgendwie anders verstanden. Ja, sie macht sich Hoffnung. Aber ich will nichts von ihr. Das ist eine rein platonische Freundschaft, mehr nicht. Wie kann ich denn ihr das klar machen, ohne ihr weh zu tun? Naja, jedenfalls musst du es ihr selber sagen. Also wenn du deshalb jetzt zu mir gekommen bist, Ach so, nee, ich dachte, du kannst mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich am besten mit dir reden kann. Ich weiß auch nicht, warum mir das so schwer fällt. Ist doch klar, ist immer schwierig, wenn Gefühle im Spiel sind. Ja, aber wie haben wir das denn so gut hinbekommen? Ich meine, wir konnten uns doch auch ganz offen sagen, dass wir nichts voneinander wollen. Ja, na, wir beide, wir wollen auch beide nichts voneinander. Und dieser Kuss, ja, der ist halt so aus der Situation heraus entstanden, ja? Also, dass wir uns geküsst haben, meine ich, ja. Schön war's trotzdem. Stimmt. Entschuldigung. Das hätte ich fast vergessen. Sie müssten mir das quittieren. Ach, ja. Ich gehe dann mal wieder. Ich halte das. Wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Wiederschauen. Kommst du gerade von Carsten? Ich war doch so blöd und hab dir geglaubt. Spinnst du? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ach nein, bei wem warst du denn dann, hä? War's schön, freut er sich auf das Kind, ja? Keine Ahnung, ich schwör's. Was will der denn hier? Ja, das wollte ich dich gerade fragen, Nathalie. Ich hab keine Ahnung, ich hab seit Wochen keinen Kontakt mit ihm. Ja, was will er dann hier? Vielleicht ist es ihm wieder zu langweilig geworden mit seinem Frauchen. Und er braucht ein bisschen Abwechslung. Oder hat er Pech gehabt? Was willst du jetzt bitte machen? Ich meine, der richtet sich da schon gemütlich ein da oben. Ich werde ein für alle Mal klarstellen, dass es aus ist zwischen uns. Endgültig. Ja. Ja? Störe ich? Oh nein, komm rein. Ich wollte mal nach dir sehen. Wie war die Nacht? Schlecht, ich musste immer an Charlotte denken. Du hast ihn noch nicht geöffnet. Ich schaffe es einfach nicht. Es ist doch idiotisch, nicht wahr? Ganz und gar nicht. Hier drin befinden sich all die Dinge, die Charlotte wichtig waren für die Reise. Die Sachen, die sie zum letzten Mal berührt hat. Ja, warum habe ich Angst davor, ihn zu öffnen? Ich weiß doch, was alles da drin ist. Ich war sogar selbst dabei, als dieser verdammte Koffer gepackt wurde. Entschuldige. Kein Problem. Manche Dinge brauchen eben Zeit. Jetzt ist der Schmerz noch zu groß. Werner, lass dir die Zeit, die du brauchst. Hm? Hallo, Carsten. Nathalie, wollte ich gerade suchen gehen. Schön, dass du mir zuvor gekommen bist.
Ja, ich glaube nicht, dass das so schön für dich ist. Ich habe dir nämlich was zu sagen. Das trifft sich gut. Ich dir auch. Ja, bei mir geht's ganz schnell. Verschwinde aus meinem Leben. Das glaube ich dir nicht. Ich habe genug von deinen Spielchen. Ich auch. Genau deswegen bin ich hier. Ich habe dich nicht darum gebeten zu kommen. Ich habe trotzdem einen guten Grund. Darf ich? Fass dich kurz. Ich habe mich von meiner Frau getrennt. Und diesmal ist es endgültig. Es gibt kein Zurück mehr. Die Scheidung läuft und ich bin auch schon von zu Hause ausgezogen. Und warum ich heute hier bin, ist, weil ich dich liebe und ohne dich nicht leben kann. Natalie, willst du mich heiraten? Du bist so mies. Darf ich vorstellen? Sowas nennt sich beste Freundin. Ja, genau. Mich hintenrum belügen und betrügen bis zum allerletzten Winkel. Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Ja, kannst du mir sagen, was hier los ist? Wie konntest du mich so hintergehen? Ha? Ausgerechnet du. Sag mal, schämst du dich überhaupt gar nicht? Sag mal, kannst du mir mal bitte sagen, nein, nein, fang gar nicht erst damit an, hier wieder die Unschuld vom Land zu spielen. Ich weiß ganz genau Bescheid. Und du auch. Du weißt, dass ich in Christian verliebt bin. Was musst du dich denn hinter meinem Rücken mit ihm treffen, hä? Tanja, du verstehst da was wirklich. Was gibt's denn falsch zu verstehen? Ihr habt euch geküsst. Das brauchst du doch gar nicht leugnen. Ich hab's nämlich gerade mitbekommen. Lass es dir doch bitte erklären. Nein, nein. Lass einfach stecken. Weil auf so eine Freundschaft kann ich echt verzichten. Ich will mit dir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Du bist doch die ganze Zeit in Laura verliebt und benutzt mich, um an sie ranzukommen. So schaut's nämlich aus. Wie kommst du denn auf sowas? Wäre Mutters Leiche gefunden worden, wäre das für mich der Beweis, dass sie nicht mehr lebt. Solange es diesen Beweis nicht gibt, mache ich bei keiner Trauerfeier mit. Warum musst du dich denn immer an Männer ranmachen, die Frauen haben? Ich habe mich nicht an Alexander rangemacht, wir haben uns geliebt. Und pass mal auf, Süße. Ich kann nichts dafür, dass Christian nichts von dir will, ja? Gib mir nicht die Schuld dafür. Da ist noch ein Brief von Frau Franke. Was will die denn? Das habe ich nicht geschrieben. Trotzdem würde ich euch es gerne vorlesen.